die Stimmung auch in Warendorf. Hunderte Jugendliche spielen und feiern beim BW Beachen. Mädels und Jungs treffen sich zum BW Beachen an der Sportschule der Bundeswehr. Im Warendorfer Sand suchen sie die besten Volleyballer. Eine Woche zuvor war bereits Ingolstadt Gastgeber des Turniers. Hi, ich bin die Eva. Ich die Denise. Ich die Annika. Und ich bin die Theresa. Hallo. Die vier Mädels aus Oberfranken sind bereits zum dritten Mal beim Turnier der Bundeswehr dabei. 30 Teams treten in ihrer Kategorie an. Zum Warmwerden etwas pritschen und baggern auf der grünen Wiese. Dann geht's schon zum ersten Spiel. Doch im Sand läuft nicht alles wie geplant. Das Team wirkt eingerostet. Kein Wunder, letzte Woche hatten die vier noch Abi-Prüfungen. Da blieb lange keine Zeit fürs Training. Die Konkurrenz macht Druck und so mancher Angriff verläuft im Sand. Das Turnier beginnt mit einer Niederlage. Ja, es ist nicht so gut gelaufen, wie erhofft. Wir haben uns ein bisschen unter Wert verkauft, aber das macht überhaupt nichts. Jetzt greifen wir das Feld von hinten an und werden jetzt die nächsten Spiele gewinnen. Jetzt geben die Mädels richtig Gas. Mit neuem Elan und neuer Taktik gewinnen sie die nächsten drei Spiele deutlich. Das Achtelfinale ist zum Greifen nah. Doch ob die Mädchen weiterkommen, hängt auch von den Spielen der Konkurrenz ab. Das Punkteverhältnis ist dabei entscheidend. Während sie auf die Ergebnisse warten, erkunden sie die Angebote am Spielfeldrand. Die Piloten und ihr Helikopter sind ein echter Hingucker. 2,5 Stunden sind sie von Berlin bis Warendorf geflogen. Hier erklären sie den Mädels die Technik an Bord und erzählen von ihrem Job. Nebenan bei den Feldjägern fliegen die Fetzen. Die Soldaten zeigen, was ihre Hunde beim Schützen und Spüren so drauf haben. Bei so viel Sonne und Strand darf natürlich auch eine Party am Abend nicht fehlen. Die Warendorfer haben ihre Sporthalle in einen Strand verwandelt. Der DJ rockt die Halle und das Partyvolk zieht mit. Trotz der vielen Turnierspiele zeigen die Feierwütigen keine Schwäche. Der Morgen danach, für die Mädels aus Oberfranken hat es leider nur für Platz 17 gereicht. Doch Sonne satt und Spaß pur. Im nächsten Jahr ist das Team wieder am Start.